Heute geht es um ein brisantes Thema, die Gewaltprävention und den Schutz vor Straffälligkeit in unserer Gesellschaft. Im letzten halben Jahr sind in Österreich alleine 13 Frauenmorde verübt worden. Mit steigenden Zahlen häuslicher Gewalt und zunehmender Jugendkriminalität stehen wir vor weiteren großen Herausforderungen. Doch, welche präventiven Maßnahmen braucht es? Wie kann man Täter erfolgreich resozialisieren und Opfer nachhaltig schützen? Angebote dazu bietet der Verein Neustart, nämlich durch Resozialisierungshilfe für Straffällige, Unterstützung von Opfern und Prävention. Bei mir zu Gast ist jetzt der Geschäftsführer des Vereins Neustart. Herzlich willkommen, Alfred Kohlberger. Schönen guten Tag, Herr Winterleitner. Herr Kohlberger, Sie sind Geschäftsführer von Neustart, ein Verein, den gibt es seit 1957 und Sie sind tätig in den Bereichen Resozialisierung von Straffälligen, der Unterstützung von Opfern und der Prävention von Kriminalität und arbeiten hier mit rund 1600 Haupt- und ehrenamtlichen Beratern und Mitarbeitern daran, Täter wieder in die Gesellschaft zu integrieren und Opfern Hilfe anzubieten. In welchen Bereichen genau ist Neustart da tätig? Wir wurden, wie gesagt, 1957 gegründet und der Anlassfall für unsere Gründung war die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in einer Erziehungsanstalt, die bei weitem nicht mehr zeitgemäß war. Deswegen haben sich Personen aus der Zivilgesellschaft gedacht, da muss es etwas Besseres, etwas anderes geben. Und so wurde die Bewährungshilfe in Österreich gegründet und das ist nach wie vor unsere Haupttätigkeit in der Bewährungshilfe, mit Tätern und Täterinnen zu arbeiten. Darüber hinaus sind wir im Auftrag der Staatsanwaltschaften und Gerichte in verschiedenen Bereichen tätig, wie zum Beispiel im Tatausgleich, bei den gemeinnützigen Leistungen. Aber wir betreuen auch Menschen, die eine Fußfessel anstelle einer Haftstrafe bekommen und versuchen, mit ihnen diese Zeit während der Fußfessel bestmöglich zu überbrücken, dass sie nicht rückfällig werden. Und unsere letzte Leistung ist im Auftrag des Innenministeriums. Seit September 2021 machen wir in 5 Bundesländern die Gewaltpräventionsberatung bei Personen, die weggewiesen werden. Genau, seit einigen Jahren gibt es ja in Österreich die verpflichtende Gewaltpräventionsberatung als Reaktion auf die steigenden Fälle häuslicher Gewalt. Wie genau findet diese Maßnahme statt? Was sind die Eckpfeiler von dieser verpflichtenden Gewaltpräventionsberatung? Lassen Sie mich zuerst noch sagen, dass die Einführung dieser verpflichtenden Gewaltpräventionsberatung ein neuer Meilenstein war im Opferschutz. Weil Österreich zwar seit 1997 über eine sehr gute Gesetzgebung verfügt hat, aber mit den weggewiesenen Personen in dieser Zeit nichts passiert ist. Das hat sich 2021 geändert, auch als Reaktion darauf, dass die Fälle von häuslicher Gewalt nach wie vor gestiegen sind, hat man sich dazu entschieden, dass man auch mit den Tätern und den wenigen Täterinnen arbeiten muss. Seit September 2021 ist diese Gewaltpräventionsberatung verpflichtet. Der Täter muss sich binnen 5 Tagen bei einer Beratungsstelle für Gewaltpräventionsberatung melden und dann muss binnen 14 Tagen der erste Beratungstermin wahrgenommen werden. Wenn die Person das nicht macht, dann informiert die Beratungsstelle über das Nichterscheinen die Polizei und die Polizei hat dann mehrere Möglichkeiten. Sie kann den Täter vorladen, sie kann eine Strafe verhängen und ganz zum Schluss kann sie den Täter auch zur Beratung vorführen. Mhm. Diese Gewaltpräventionsberatung umfasst ja 6 Stunden in Summe und ist verpflichtend für Gefährder. Wie ist das genau strukturiert? Was sind die Inhalte dieser Prävention? Bei der Gewaltpräventionsberatung gibt es ein wesentliches Ziel und das wichtigste Ziel ist der Gewaltstopp. Wir müssen dafür sorgen und der Täter muss dafür sorgen, dass die Gewalt nicht mehr vorkommt. Deswegen steht am Beginn von jeder Gewaltpräventionsberatung eine standardisierte Risikoeinschätzung, um abschätzen zu können, wie hoch das statistische Risiko ist, dass die Person neuerlich straffällig wird. Und dann gibt es mehrere Phasen in der Beratung. Das erste ist im Sinne einer Krisenintervention, sich um den Täter, seine aktuellen Gefühle und seine praktischen Probleme zu kümmern. Praktische Probleme wie zum Beispiel, wo kommt die Person zumindest während der Zeit der Wegweisung unter, wie kommt er zu seinen Dokumenten, Unterlagen, wie kann ein Umgang mit Kindern, wenn diese da sind, aussehen. Die zweite Ebene der Beratung, da geht es darum, den Gewaltkreislauf zu unterbrechen. Es geht darum, einmal zu verstehen, warum
werde ich als betroffene Person in diesen Fällen gewalttätig? Was sind die Hintergründe? Und welche andere Handlungsweisen gibt es für mich? Und der dritte Bereich, der uns ganz besonders wichtig ist, ist die Opferempathie. Das heißt, es geht darum, zu versuchen, dass der Täter versteht, was er mit seinem Verhalten bei einem Opfer auslöst und welche schreckliche Folgen das für die Opfer hat. Jetzt gibt es diese verpflichtende Gewaltberatung, also Präventionsberatung, seit fast 3 Jahren. Kann man da schon absehen, wie groß sind die Erfolgszahlen, wie erfolgreich ist diese Methode? Also für tatsächliche Wirkungskennzahlen ist die Zeit noch zu kurz, um herauszufinden, wie das langfristig wirkt. Was wir bis jetzt sagen können, ist, wir haben in diesen knapp 3 Jahren in den 5 Bundesländern, für die Neustadt zuständig ist, bis dato 27.000 Gewalttäter und Täterinnen zugewiesen bekommen. 86% davon sind Männer. 80% dieser Personen haben die Beratung in Anspruch genommen und 85% haben sie dann letztendlich auch abgeschlossen. Bei 15-20% musste eine Strafe verhängt werden. Was wir sehen, ist, dass bei den Personen, die die Beratung vollständig absolvieren, es bei einem großen Teil tatsächlich zu so etwas wie einem Aha-Erlebnis kommt. So ein Einsehen, dass ich als Täter verantwortlich für die Gewalt bin, die ich ausübe. Es ist nicht das Opfer schuld, sondern es ist meine Handlungsweise. Und das Einsehen, etwas ändern zu müssen, ist der erste Schritt, wo Veränderung tatsächlich möglich wird. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Ihre Beraterinnen und Berater da durchaus auch sich mit Herausforderungen konfrontiert sehen in der Beratung von Personen, die zu Gewalt neigen. Welche speziellen Herausforderungen finden sich da in Ihrer täglichen Arbeit wieder? Ja, es gibt verschiedenste Herausforderungen für unsere Kolleginnen und Kollegen. Eine ist das breite Spektrum an Klientinnen und Klienten, die uns zugewiesen werden. Es kommen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu uns. Eine weitere Herausforderung ist die hohe Emotionalität, mit der wir es zu tun haben. Es ist doch, wenn man sich denkt, 5 Tage maximal, und die meisten melden sich aber noch schon am nächsten Tag nach der Wegweisung, ist das auslösende Ereignis sehr, sehr nahe, und damit sind die Aggressionen und Emotionen zum Teil noch sehr nahe. Dann gibt es Klientinnen und Klienten, die wenig bis kein Deutsch sprechen und wir mit Videodolmetsch und Audiodolmetsch arbeiten müssen. Und schließlich beraten wir in unterschiedlichen Settings. Wir gehen auch in die Gefängnisse oder in psychiatrische Kliniken, wenn Täter in Untersuchungshaft genommen werden beziehungsweise auch in eine psychiatrische Klinik aufgenommen werden. Wie schnell, man muss sich jetzt innerhalb von 5 Tagen, wenn man eine Wegweisung ausgesprochen bekommen hat, bei Ihnen melden, beim Verein Neustadt melden für diese verpflichtende Gewaltpräventionsberatung. Wie schnell kriegt man dann diese Beratung? Wie lange muss man warten auf die Beratung? Das geht unmittelbar danach. Also binnen in den ersten 5 Tagen melden. Die meisten melden sich, wie gesagt, am nächsten Tag. Mhm. Und dann muss binnen 14 Tagen, also binnen 2 Wochen, die erste Beratungssitzung stattfinden. Und das machen wir möglich. Und wir haben unsere Organisation so darauf abgestimmt, dass diese Termine jedenfalls einhaltbar sind. Mhm. Jetzt nach dieser Gewaltschutzprävention, nach dieser verpflichtenden Beratung ist natürlich die Frage, wie Rückfälle verhindert werden können. Mhm. Welche langfristigen Angebote gibt es und was bräuchte es noch, um die Täter wirklich davon zu überzeugen, dass sie was Falsches getan haben und das auch langfristig nicht mehr tun werden? Mhm. Wir haben in unserer Beratung mehr oder weniger 3 Gruppen ausgemacht. Da gibt es die eine Gruppe, wo man sagen kann, da ist die 6-stündige verpflichtende Beratung ausreichend. Da hat es ausreichend ein Aha-Erlebnis gegeben und es gibt ausreichend Einsicht, dass die Person bereit ist, sich mit seinem Verhalten auseinanderzusetzen. Eine zweite Gruppe, da ist die Strafjustiz dran, das heißt, da gibt es Anzeigen, da gibt es ein Strafverfahren und da wird es dann eine Verurteilung geben. Diese Personen kommen dann häufig zu uns in die Bewährungshilfe. Das heißt, dort haben wir die Möglichkeit, über eine sehr lange Zeit, nämlich bis zu 3 Jahren, mit diesen Personen an ihren Delikten, an ihrem Verhalten und an den Ursachen dafür weiterzuarbeiten. Dann gibt es eine dritte Gruppe, da gibt es kein Strafverfahren. Da gibt es aber aus Sicht unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dringende Notwendigkeit, dass
weiter etwas passiert. Und da versuchen wir zu motivieren und zu vermitteln, zu Freiwilligen allerdings weiter Betreuungsmöglichkeiten, wie es zum Beispiel die Männerberatungen oder Therapieangebote sind. Und hier muss man dazu sagen, hier gibt es aus meiner Sicht in einzelnen Bundesländern noch eine Lücke. Da musste das Angebot der Nachbetreuungseinrichtungen, der Männerberatungen noch wesentlich besser ausgebaut werden. Welche Bundesländer wären das? Ich kann Ihnen die positiven sagen. Wien und die Steiermark sind jedenfalls Bundesländer, wo das Angebot sehr gut ausgebaut ist. Die anderen, die wir überblicken, da gibt es tatsächlich Lücken. Also 7 Bundesländer, da bräuchte es noch... Wir sehen das jetzt einmal in 5 Bundesländern, das heißt Oberösterreich, Niederösterreich, das Burgenland, wo wir sonst noch zuständig sind. Da gibt es jedenfalls noch einen Bedarf, das Angebot auszubauen. Gibt es von diesen Tätern, die zum Beispiel häusliche Gewalt verursachen, gibt es da ein spezifisches Täterprofil? Wie sieht der Täter aus, der normale Täter unter Anführungsstrichen? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Womit ist der belastet oder warum werden Menschen straffällig? Hauptsächlich eben Männer, wie Sie gesagt haben. Also den typischen Täter häuslicher Gewalt gibt es nicht. Also es sind alle Gesellschaftsschichten vertreten. Die Ursachen, die man so festmachen kann, ist zum einen akute Überforderungssituationen, das heißt, ich bin mit einer Situation völlig überfordert. Keine Ahnung, wenn es Stress in der Familie gibt, wenn es Arbeitslosigkeit gibt, wenn es Armutsgefährdung gibt, das können Auslöser sein und ich habe keine ausreichenden Lösungsmöglichkeiten erlernt in meinem Leben und greife halt dann auf Gewalt zurück, weil mir alles zu viel wird. Ein anderer Teil ist nach wie vor patriarchale Verhaltensmuster. Das heißt, ich als Mann bin der Meinung, nur mein Wort gilt und die Frau bzw. die Kinder haben das zu tun, was ich mir einbilde. Und der dritte und sehr häufig unterschätzte Bereich ist, wenn wir es mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, die einfach kein rationales Handeln mehr zulassen. Und dazu zähle ich auch noch Alkohol- und Drogensucht, die mit eine Rolle spielen können. Wo kommt der Hauptanteil der Täter her? Haben die österreichischen Hintergrund? Sind das Menschen, die aus dem Ausland nach Österreich zugezogen sind? Unsere Statistiken zeigen, dass ca. 60% eine österreichische Staatsbürgerschaft haben, 40% keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Und bei den Personen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft sind Menschen aus EU-Ländern in der Spitze Rumänien, Slowakei und dann so Balkanländer und Türkei und danach dann Menschen aus Syrien und dem arabischen Raum. Jetzt hat die Bundesregierung vergangene Woche eine neue Gewaltschutzstrategie präsentiert. Zu dieser Präsentation und auch kritischen Stimmen dazu haben wir einen Einspieler vorbereitet. Und in diesen Einspieler schauen wir jetzt gemeinsam hinein. Ist Österreich ein Land der Frauenmorde? Allein heuer sind es laut Innenministerium im ersten Halbjahr 12 Frauenmorde gewesen. Noch immer zu viele. Eine Vernetzungsplattform soll in Zukunft Frauen jetzt noch besser schützen. Die Bundesregierung hat dazu am vergangenen Donnerstag die Plattform gegen Gewalt an Frauen vorgestellt. Uns alle eint die Vision einer gewaltfreien Gesellschaft von Frauen und Mädchen. Und wir müssen einfach alles tun, damit sie in Sicherheit aufwachsen können. Die Plattform soll alle Ebenen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden vernetzen. Früherkennung ist dabei ein besonderer Baustein. Beispiele dafür kommen von der Geschäftsführerin des Netzwerks österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Wir müssen dorthin schauen, bei der Frau, die in die Beratungsstelle kommt, und dann stellt sich heraus, der Mann ist ab und zu ausfällig. Kritik kommt hingegen vom österreichischen Frauenring. Für die Vorsitzende reicht die Aktion allein noch nicht. Und was genau bringt das jetzt einer von Gewalt betroffenen Frauen, die jetzt von Gewalt betroffen ist, diese Gewaltschutzstrategie? Ja? Diese Plattform ist der erste Schritt. Das Ziel muss sein, sehr viele Maßnahmen in einen rechtsverbindlichen nationalen Aktionsplan umzusetzen. Ja? Und der Schutz von Frauen muss dort auch ganz einfach geregelt werden. Ja? Und das haben wir derzeit nicht. Ja? Vielmehr braucht es eine Budgeterhöhung. Vor allem in der Prävention sind es rund 250 Millionen Euro pro Jahr, die benötigt werden soll. So der österreichische Frauenring.
Ja, jetzt gibt es also diese neue Gewaltschutzstrategie. Es gibt aber natürlich, wie es immer ist, wenn die Bundesregierung etwas präsentiert, auch kritische Stimmen dazu. Können Sie für unsere Zuseherinnen und Zuseher kurz erläutern, welche Eckpfeiler umfasst diese Gewaltschutzstrategie? Ich glaube, das Wesentliche und das Wichtige an dieser Gewaltschutzstrategie, dass man das Phänomen häuslicher Gewalt nicht nur als ein Thema zwischen einer konkreten Person und einer anderen konkreten Person versteht, sondern dass man auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche schauen will. Man schaut auf den Bildungsbereich, man schaut auf den Social-Media-Bereich, man schaut auf den Arbeitsbereich und viele andere Kontexte und versucht, und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, versucht, in einem gesetzlichen Rahmen diese Informationen, die es gibt, zu vernetzen. Unsere Hauptherausforderung, die ich sehe im Gewaltschutz, ist, dass wenn jemand über die Informationen verfügt, wenn jemand die Hilfsangebote in Anspruch genommen hat, dann funktionieren diese Hilfsangebote sehr, sehr gut. Wenn jemand aber davon nicht Bescheid weiß und wenn das System nicht davon Bescheid weiß, dann gibt es eine Lücke und dann passieren einfach Gewalttaten, ohne dass irgendjemand das mitbekommt. Und der Versuch, diese Lücke zu schließen, indem man Informationen zusammenführt, denke ich, ist ein wichtiger erster Schritt. Jetzt gibt es kritische Stimmen, die sagen, diese Gewaltschutzstrategie, die reicht nicht weit genug und es ist auch nicht ausreichend Budget vorhanden. Man bräuchte allgemein mehr Geld für Gewaltprävention. Wie sehen Sie das? Mehr Geld schadet nie, kann man dazu sagen. Ich glaube, was das Geld betrifft, das ist das Wichtige, eine dauerhafte und eine stabile Finanzierung für die vielen beteiligten Projekte, die sich nicht nur von Jahr zu Jahr nach vorhandeln müssen, sondern die einfach, um eine gute Qualität aufbauen zu können, eine Sicherheit brauchen und eine stabile Finanzierung brauchen. Wie viel Geld in diesem System notwendig ist, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass wir gemeinsam auf diese Problematik schauen müssen und dass das auch Geld kostet, hat sich in den letzten Jahren schon gesteigert, wie ich das beobachten konnte. Jetzt hat es alleine heuer schon in Österreich 13 Frauenmorde gegeben. Da braucht es auch eine Zusammenarbeit verschiedenster Organisationen, um da noch besser dagegen vorgehen zu können. Inwieweit arbeitet der Verein Neustart mit anderen Organisationen in dieser Hinsicht zusammen, um eben präventiv gegen Gewalt an Frauen vorzugehen? Wir sind Teil des Dachverbands Opferschutzorientierte Täterarbeit. Das bedeutet, dass Täterarbeit immer mit dem Hintergrund passiert, was ist notwendig, um Opfer zu schützen, um keine weiteren Opfer zuzulassen. Und für diese Tätigkeit haben wir Kooperationsvereinbarungen mit sämtlichen Gewaltschutzzentren in Österreich. Wir haben Kooperationsvereinbarungen mit Frauenhäusern und anderen Institutionen, die eine Basis für eine gemeinsame Tätigkeit geben. Und da hat die Gewaltpräventionsberatung schon nochmal einen Schub nach vorne gebracht, weil es da normal ist, dass man sie austauscht, wenn es Gefahrenmomente gibt. Das heißt, Ziel ist es, wenn in der Arbeit mit dem Täter Gefahrenmomente bekannt werden, auch die Opferseite darüber in Kenntnis zu setzen, damit man allfällige Schutzpläne anpassen kann und alles Mögliche für den Schutz des Opfers tun kann. Und einen weiteren Punkt gibt es, der sehr, sehr wichtig ist. Das sind die sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen, die wir, die Gewaltschutzzentren oder auch die Polizei anregen kann und wo unter Einladung der Polizei alle Beteiligten zusammenkommen und sich Gedanken machen, wie man mit der Situation bestmöglich umgehen kann, immer mit dem Schutz des Opfers im Fokus. Wir haben vorhin schon über Auslöser von Gewalt gesprochen, auch bei häuslicher Gewalt gibt es ja oft komplexe Auslöser und Trigger. Was sind Ihrer Meinung nach die häufigsten Auslöser für häusliche Gewalt und welche präventiven Maßnahmen würde es dagegen brauchen? Es ist ein komplexes System. Wir haben schon gesagt, das eine ist Überforderung. Überforderung der Personen mit aktuellen Situationen. Die können mit Armut zu tun haben, die können mit Arbeitslosigkeit zu tun haben, die können einfach mit psychischer Überforderung zu tun haben. Deswegen denke ich, sind diese Hilfssysteme, diese Hilfsnetze, die es in Österreich grundsätzlich gut ausgebaut gibt, sehr, sehr notwendig, müssen nur alle Bevölkerungsschichten erreichen können. Und da meine ich natürlich auch die Frage, die es gibt, was machen wir mit Menschen, die zum Beispiel Asylwerber sind und wo diese Hilfsnetze durchaus an ihre Grenzen
stoßen. Da müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir das so und ist das für diesen Bereich die richtige Maßnahme? Das andere, und denke, da schaut man jetzt zumindest seit der Pandemie wieder näher hin, sind die psychischen Erkrankungen. Insbesondere bei Jugendlichen merken wir einen deutlichen Anstieg an psychischen Erkrankungen. Und leider das Netz der Möglichkeiten, Kinder- und Jugendpsychiatrisch zu behandeln, hat sich in den letzten Jahren eher ausgedünnt statt verbessert. Also ich glaube, da muss man hinschauen und da muss man Maßnahmen sich überlegen. Die Bundesregierung fordert ja immer wieder, straffällige Asylwerber abzuschieben. Was halten Sie von dieser Maßnahme? Ich glaube, wir sind an der Europäischen Menschenrechtskonvention gebunden und müssen schauen, wo wir Menschen, die nach Österreich kommen, bestmöglich integrieren können. Ich würde lieber zuerst einmal auf diesen Bereich schauen, weil wir wissen aus unserer jetzt fast 70-jährigen Tätigkeit, dass man Straffälligkeit am besten verhindern kann, wenn es Perspektiven für Menschen gibt, wenn es positive Aussichten gibt, auf die ich mich verlassen kann. Sie haben auch Jugendstraftäter vorhin schon angesprochen. Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen vermehrt immer wieder Meldungen gehört aus ganz Österreich, aber speziell aus der Bundeshauptstadt, aus Wien, dass da jugendliche Gruppierungen, da wird manchmal von Banden, von Clans gesprochen, aber das ist gar nicht so sehr organisiert, dass man davon sprechen könnte. Bleiben wir bei jugendlichen Gruppierungen. Die sind oft minderjährig, die sind oft unter 14 Jahren. Die Strafmündigkeitsgrenze in Österreich, die liegt derzeit bei 14 Jahren. Da ist diskutiert worden, ob man diese Strafmündigkeit herabsetzt, also zum Beispiel auf 12 Jahre. Wie sehen Sie diese Thematik? Wir sprechen uns wie alle anderen Experten, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die im Strafrechtssystem arbeiten, gegen die Senkung der Strafmündigkeit aus. Warum? Es ist ein System, das sich seit über 100 Jahren bewährt hat. Es ist ein System, das in den meisten europäischen Ländern zu finden ist. Und ich würde mir viel lieber Gedanken darum machen, was braucht es in den bestehenden Systemen, die sich um Kinder kümmern, besser. Sind die gut genug ausgestattet? Sind die gut genug ausgerüstet? Haben die die notwendigen Ressourcen zur Verfügung? Haben die notwendigen Möglichkeiten zur Verfügung? Ich glaube, da hinzuschauen und zu schauen, ist die Kind- und Jugendhilfe in den unterschiedlichen Bundesländern genügend ausgestattet? Das wäre an der Zeit, diese Debatte zu führen. Wir sind leider schon sehr fortgeschritten mit der Zeit. Lassen Sie uns zum Abschluss noch über Bewährungshilfe sprechen. Das ist einer der Hauptsäulen Ihres Vereins Neustart. Wie groß, wie wichtig ist die Rolle der Bewährungshilfe im Strafvollzugssystem? Und können Sie uns diese Bedeutung vielleicht ein bisschen erläutern an konkreten Beispielen? Ja, also wir haben, Stand gestern, 12.100 Klientinnen und Klienten in der Bewährungshilfebetreuung in ganz Österreich. Das ist eine enorme Anzahl, sind um 3.000 Menschen mehr wie derzeit in Haft in Österreich sind. Das heißt, dafür ist es notwendig, mit hauptamtlichen, mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zu arbeiten. Und ich möchte auf diese ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und Mitarbeiter noch kurz zu sprechen kommen, weil das ein Unikum in Europa ist. Es gibt das sonst nirgendwo in Europa, dass ehrenamtliche Personen aus der Zivilgesellschaft sich um Straftäter und die Resozialisierung von Straftätern kümmern in ihrer Freizeit und damit, glaube ich, einen wichtigen gesellschaftlichen Teil für diese Tätigkeit abdecken. Die Bewährungshilfe wird vom Gericht normalerweise beauftragt und kann eine Haftstrafe ersetzen oder kann bei einer bedingten Entlassung aus der Haftstrafe ausgesprochen werden. Wir, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir kümmern uns dann für die Dauer der Probezeit, meistens 3 Jahre, darum, dass die Menschen ihren Weg in die Gesellschaft zurückfinden, Resozialisierung, wie man so schön dazu sagt. Wir haben, ich würde mal zusammenfassen, 3 Hauptaufgaben. Das eine ist die Unterstützung, der Aufbau einer Vertrauensbeziehung mit einem Täter. Der andere Teil ist der Teil, der mit Kontrolle und Überwachung zu tun hat. Wir berichten regelmäßig an die Gerichte und Staatsanwaltschaften, die uns beauftragt haben, über den Fortgang der Betreuung. Und der dritte wichtige Teil ist die Auseinandersetzung mit dem Delikt, die Deliktverarbeitung. So die Idee, warum ist jemand straffällig geworden, warum bin ich als Person straffällig geworden, wie kann mein Weg heraus ausschauen. Lassen Sie uns zum Abschluss noch darüber sprechen. Es gibt vielleicht Menschen, vor allem Männer, ich sage bewusst Männer, die sich vielleicht ein bisschen unter Spannung fühlen, die sich im sozialen Umfeld nicht wiederfinden, die Probleme zu Hause haben oder irgendwo ein Problem haben. Wo wird diesen Männern geholfen? Wo kann man sich hinwenden, wenn man merkt, okay,
Ich bin jetzt ein Kochtopf und der kocht jetzt bald über. Das ist eine sehr wichtige Frage, denke ich. Es gibt in ganz Österreich Männerberatungsstellen. Es gibt ein Männertelefon, eine Männerhotline. Da kann ich mich hinwenden, wenn ich genau das verspüre, wovon Sie jetzt gesprochen haben. Das heißt, ich komme mit meinen Gefühlen nicht mehr zurecht. Ich fühle mich überfordert. Ich weiß, dass etwas passieren kann. Und genau diese Personen sind starke Personen. Die sehen, wenn ich in Not bin, hole ich mir Hilfe. Mhm. Alfred Kohlberger vom Verein Neustart, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung.